Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Ich habe jetzt meine Essenspause hinter mir gemacht und ja, wir spielen jetzt mal noch ein paar Spiele. Ich würde mich über 9 Spiele freuen, wenn wir die noch schaffen würden. Bin mir nicht ganz sicher, dass ich das wirklich jetzt noch schaffe heute. Mal gucken. Also noch 4 Spiele jetzt noch machen ist eigentlich Minimum, dass wir maximal 15 haben am Sonntag. Aber ich würde eigentlich lieber weniger machen müssen als 15. Ansonsten müsste ich versuchen, am Sonntag halt rechtzeitig anzufangen, damit ich dann halt in Ruhe die Spiele bringen kann und nicht halt mitten in der Nacht wieder die Hälfte davon runterreißen muss. Aber jetzt geht's erstmal darauf, sich auf dieses Spiel zu konzentrieren und der Abwehr wieder gut stehen, wieder zu Null spielen, Torschancen generieren und die dann am besten nutzen. Oh, das ist ein sehr schwaches Team. Ich wette mit euch, es bricht ab. Das schwächste Team, was wir seit Ewigkeiten gesehen haben. Bundesliga, viele nicht seltene Spieler drin. Krass, also. Oh nein, oh nein. Aber was mache ich denn? Ja, ich bin gerade total verwirrt, wisst ihr warum? Weil ich vergessen habe, den Ingame-Sound anzumachen. Den werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht hören, glaube ich. Aber ich kann nicht jetzt das umstellen. Also ich muss jetzt ohne Sound, das ist total ungewohnt, ohne Ingame-Sound. Glück gehabt. Ohne Ingame-Sound muss ich das Ding jetzt durchspielen. So, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Scheiß drauf, dass wir keinen Sound haben. Das machen wir jetzt einfach so. So, einfach jetzt konzentrieren. Okay, das war schon mal gut konzentriert. Es ist leider verdient, dieses 1-0. Er hatte vorher schon eine gute Chance. Aber egal, er hat ein sehr schlechtes Team und wir werden jetzt... Ach, das ist so ungewohnt, ohne Sound zu spielen. Aber wir werden jetzt komplett in Ruhe das runterspielen und auch drehen das Spiel. Ganz einfach. Wenn wir gegen irgendeinen Gegner das Spiel drehen können, dann ja wohl gegen ihn mit seinem schwachen Team, wo wir alleine schon von der individuellen Klasse viel besser sind. Schade, dass er mein Spieler nicht von alleine hingeht. Was ist denn hier gerade los? Hallo, hat ein schwaches Team, konzentrieren. Also es ist halt so ultra schlecht, da muss man einfach über die individuelle Klasse was reißen, finde ich zumindest. Also über die individuelle Klasse der Einzelspieler. Scheiße, das hat er leider gut gemacht. Es ist so komisch, ich komme einfach gar nicht drauf klar. Es lenkt so ab. Scheiße, war eigentlich gut gespielt. Ah, dann hat De Bruyne einfach die Pace gefehlt oder der Pass war halt nicht sauber genug. Ah ne, Quatsch, der Ball war ja vorgelegt. Aber egal, war eine gute Chance. Da spielen wir uns nochmal, dann machen wir das Tor. Schade. Aber Benteke, Kopfballstark, komm jetzt. Machen wir einfach mit einem Tor jetzt, mit dem Kopfballtor jetzt den Ausgleich. Keine Ahnung, warum Benteke den nicht macht. Ich schieße ihn flach, will ins lange Eck schießen und er macht ihn nicht. Aber ist egal, wieder eine gute Chance. Und zeigt, dass wir... Schade. In der Lage sind, uns hier Torschancen rauszuspielen. Und beim nächsten Mal machen wir die dann auch einfach. Aber wie gesagt, ich bin echt enttäuscht, dass den Benteke nicht macht, weil das ist eigentlich ein Pflichttor.
Bentege steht irgendwo da. Ganz in Ruhe. Schön getrippelt. Das war nicht gut getrippelt. Scheiße, und wieder in die Arme des Torhüters. Wenigstens bekommen wir keine Chancen mehr und wir haben hier die guten Chancen. Bisher halt leider ohne Erfolg, aber es kommt schon noch. Scheiße. Schön gemacht von Gouye. So, ich glaube, wir können auf jeden Fall so weiterspielen. Wir haben die Chancen, der Gegner nicht und nur eine Frage der Zeit, bis wir das 1-0 machen, das 1-1 machen, sorry. Was ein Foul, wird natürlich nicht gepfiffen, interessant. Schwacher Pass. Ach du Scheiße, was für ein... Ja, was soll ich sagen? Lackertor einfach nur. Sonntagsschuss aus der Distanz. Er macht es 2-0. Ist der erste sinnvolle Angriff nach seinem 1-0. Krass. Aber egal, ich habe auch die Zeit und die Lust und die Möglichkeit, jetzt zwei Tore zu schießen. Und wenn ich halt das Spiel verliere, habe ich eine super Ausrede. Ich habe keinen Ton. Fuck, Mann, dass ich das vorher nicht gemerkt habe. Aber egal. Wie gesagt, wir haben genügend... Wir haben doch mehr als zweimal geschossen, na ist egal. Wir haben super geile Chancen rausgespielt und wir machen jetzt hier noch die zwei Tore. Einfach nicht aufregen, einfach dranbleiben. Jetzt Moral beweisen. Jetzt ist es wichtig, Moral zu beweisen. Das ist ein Foul. Oh, ich. Ja, das wäre so geil gewesen, hier durchzukommen, weil das war auf jeden Fall eine richtig geile Chance. Sehr geil. Schade. Ja, und mein Spieler rennt halt nicht direkt los. Oh, er schafft es echt noch ranzukommen. Was? Glaube, Arnautovic hat
keine Pace mehr. Ich muss mal wechseln, oder? Ja, haben schon zu viel mit ihm gemacht. Mané werde ich, denke ich, mal noch drin lassen. Nicht Spielinfo. Nein, ich habe gedacht, der andere Spieler bekommt einen Ball. Oh, es ist so beschissen, ungewohnt, ohne Sound, ohne Scheiß. Komm schon, zwei Tore. Es ist so bitter, da hätte er niemals gewonnen, wenn ich. Vielleicht hätte er auch nicht die Tore geschossen, wenn ich Sound gehabt hätte. Das hat mich so verwirrt, es verwirrt mich immer noch. Ich meine, klar kann er nichts dafür. Ist im Endeffekt auch irgendwie meine eigene Schuld, aber trotzdem. Krass. Aber egal, wir haben noch Chancen. Komm, einfach ruhig bleiben. So ein ultra schlechtes Team. Seit Ewigkeit nicht mehr gegen gespielt. Und ich. Ne, das ist egal. Komm, du hast noch Zeit. Ist scheißegal, wie schlecht das Team ist. Und ob du jetzt verlierst, du hast eine gute Ausrede. Du willst noch viele Spiele machen. Also, es spielt keine Rolle, ob du das jetzt gewinnst oder verlierst. Du würdest lieber gewinnen, aber wenn du es verlierst, musst du trotzdem weiter spielen. Also. Ich habe extra eine Stunde gewartet, damit sich Ribéry in Stellung bringen kann. Was passiert? Er rennt halt einfach. Oder der Pass war beschissen. Ach, ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ich spiele einfach weiter. Auf jeden Fall schlecht ausgespielt. So ein scheiß Dreckslacker. Das gibt's gar nicht. Oh. Zum Kotzen. So unverdient, dieser verschissene Sound, ey. Ein toller Angriff, ich muss drei Tore schießen. Gegner war auch definitiv nicht besser, war keine 3-0 besser und. Oh. Ich muss dann auch nach der Aufnahme einen Cut machen und ich müsste zusammenschneiden, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache dann einen Cut, weil ich damit den Sound die erst wieder aktivieren muss. Dafür muss ich rausgehen, da unterbricht die Aufnahme. Gelb-rot. Ach nee, doch nicht. Wäre aber gelb-rot gewesen. Egal, das Spiel muss ich abhaken jetzt schon, damit ich in den nächsten Spielen wieder gut spielen kann. Mit Sound dann logischerweise. Es ist echt eine sehr, sehr bittere Niederlage, weil ich der Meinung bin, die werde niemals, niemals entstanden. Ich habe mir echt Mühe gegeben und versucht, das noch runterzuspielen. Aber es gab einfach Situationen, wo ich dann gemerkt habe, boah, irgendwie spielst du anders und schlechter und dir fehlt irgendwie das Timing vor allem. Das ist ganz. Schwierig zu erklären, aber irgendwie fehlt halt das Timing. Ohne Sound. Wollte eigentlich direkt passen und keine Schusstäuschung machen. Ich habe keine Ahnung, was Azpilicueta da macht. Ich habe keine Ahnung, was Azpilicueta da macht. Was war denn das bitte für ein merkwürdiger Schlenker, den er da macht? Ist egal, das Spiel ist vorbei. Wie bescheuert, ey. Wie dumm. Dann wird es wahrscheinlich denken, oh geil, mega krasses Team besiegt mit meinem Schwachen. Ja, hast du aber nur geschenkt, ey.
Bittere Niederlage, muss halt auch sagen, der Gegner kann ja nicht so viel, wenn bei mir der Sound nicht an ist. Oder halt nicht auf meinen Kopfhörern liegt und deswegen kann der Gegner nichts dafür, aber ist halt trotzdem glücklich. Es ärgert mich halt so sehr, weil es einfach komplett vermeidbar ist. Jetzt aber gelb-rot. Ist mir egal, ich bin dann eh mit der anderen Mannschaft. Ich brauch einfach jetzt die Frustgrätsche, um wieder klarzukommen. Okay, bis zum nächsten Mal mit Sound.